Ja, als Soldat, wie gesagt, wenn es heißt impfen, wirst du geimpft. Für diese Eile bin ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde, das ist eine kleine Hysterie. Klar, es ist eventuell erforscht, natürlich, aber denke ich mal jetzt auch nicht so lange. Und man weiß auch nicht, ob jetzt erstmal dahinter auch was anderes steckt. Wenn man sowas sagt, dann ist man ja sehr schnell Verschwörungstheoretiker. Aber ich glaube schon, dass da was auch dahinter steckt. Ich lasse mich nie impfen. War 30 Jahre nicht beim Arzt. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Gestern waren wir am Hamburger Steindamm, heute befinden wir uns am Mühlenkamp, ein Hotspot in Winterhude mit vielen kleinen Boutiquen, Bars und relativ engen Straßen. Und wir wollen heute mal wissen, was halten die Leute hier von der Maskenpflicht in der Öffentlichkeit? Ja, seit gestern ist ja hier auch am Hamburger Mühlenkamp die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit in Kraft getreten. Was halten Sie davon? Ich denke, eine wirkungsvolle Maßnahme, um die zweite große Welle zu verhindern. Also draußen fühlt es sich ein bisschen komisch an, weil man vielleicht doch die Abstände einhalten kann, aber wenn es so ist, dann machen wir es. Also gefallen tut es mir auch nicht, aber ich finde, Gesundheit für alle geht vor. Ja, Sicherheit geht vor. Es gibt keine zwei Meinungen. Okay. Man muss die Maßnahmen einhalten und hoffen natürlich, dass es Früchte trägt und die Fallzahlen zurückgehen. Und wenn es dann ein Erfolg wäre, war es ja absolut richtig. Du bist jetzt hier ohne Maske heute gekommen, obwohl eigentlich jetzt die Maskenpflicht ist. Denkst du, dass es... Okay, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Also ich habe eine Karte gesehen, aber ich wusste nicht, dass der Mühlenkamp dazu gehört. Seit gestern ist die Maskenpflicht auch am Mühlenkamp in Kraft getreten. Du wusstest gar nichts davon. Ich sollte mich, glaube ich, mehr über Hamburg erkunden. Ich bin zwar noch neu hier, aber es ist trotzdem jetzt, kann man sagen, unangenehm, ohne Maske rumzulaufen, dass man als Idiot da steht, aber... Also du findest, du stehst als Idiot da ohne Maske? Im Endeffekt ja, wenn alle Maske tragen und ich nicht, dann ja. Ja, seit gestern ist die Maskenpflicht hier auf dem Mühlenkamp in Kraft getreten. Was sagen Sie dazu? Wusste ich nicht und meine Meinung dazu ist ganz schlicht und einfach. Wenn wir uns draußen bewegen, es ist einfach überhaupt sinnlos, so etwas zu einzuordnen, weil wir brauchen frisches Luft und. Und wenn wir 24 Stunden mit Maske uns befinden, das ist sehr schädlich. Das ist einfach schädlich. Die viele Begründungen haben wir schon von Spezialisten gehört. Also Punkt. Auf jeden Fall, wo man sich mit Entfernung zu kleinen befindet, muss man Maske haben. Aber wenn man im Freien ist, absolut sinnlos. Ja, also ich finde, dadurch, dass es halt nur an 1 und 21 stattfindet, macht das nicht wirklich Sinn, ehrlich gesagt. Also wenn, dann müsste man das ja schon die ganze Straße machen. Weil die Stellen werden ja auch sonst überall viel mehr. Auch hier zum Beispiel halt, ne, ist viel mehr los manchmal als dort. Warum dann nicht überall? Ja, also ich persönlich finde das völlig überzogen. Also ich habe sowieso ein bisschen das Problem, dass ich so das Gefühl habe, also ich bin Künstler, ich habe ein Theater, ein Eventtheater und ich habe so das Gefühl, dass die Relation nicht stimmt bezüglich der Gefährlichkeit des Viruses zu den Maßnahmen. Und ich finde das jetzt hier am Mühlenkamp auch völlig übertrieben und mich ärgert das richtig. Also ich finde auch Masken, viele sagen ja, dass Masken sind einfach nur ein Stück Stoff vom Mund oder so, aber für mich ist das auch, als Schauspieler ist es auch, Gesicht sagt viel auch aus, wie ein Mensch sich fühlt, wie ein Mensch ist. Und ich finde es eigentlich eine Katastrophe, wenn ich das Gesicht nicht sehen kann von einem Menschen. So, ich mag das überhaupt nicht und ich finde das auch nicht richtig. Also tragen Sie die Maske aus Überzeugung oder? Ich trage sie immer dabei, ich trage sie ständig. Jetzt gerade haben Sie aber keine Maske auf. Ich trage sie in der Hand. Das zählt ja auch zum Tragen. Haben Sie sich schon mal mit Studien zu der Maske befasst, ob die vor dem Virus und der Infektion schützt? Am Anfang, als es losging mit der Pandemie, hat man so Sachen gehört, aber könnte ich Ihnen jetzt keine Angaben zu machen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Kennen Sie aktuelle Studien zu der Maske? Ob die einen wirklich schützt? Ja, ich denke schon. Ja, sie hilft ja eigentlich nur denjenigen, wenn einer infiziert ist und eine Maske trägt, dass er nichts nach außen trägt, aber von außen eine Wirkung für die Leute, die mit Masken rumlaufen, ich glaube, das ist umstritten. Also du trägst die Maske,
Warum trägst du überhaupt die Maske, wenn es jetzt nicht... Es geht auch um Gesundheit, ja, das stimmt schon, um sich selbst zu schützen, um andere zu schützen. Aber meistens, wenn ich jetzt hier im Mühlenkamp bin, ist es jetzt nicht so rappelvoll, dass ich jetzt so nah an jemand vorbeilaufe, dass es mich persönlich stören würde. Im Vergleich zum Fitnessstudio, da ist es ein bisschen schlimmer und da ist keine Maskenpflicht. Also Sie tragen die Maske nur, wenn sein muss? Wenn ich im Laden bin, wenn in meinem Laden oder wenn ich dann einkaufen gehe und so weiter. Okay, aber jetzt... Menschen sich in unmittelbare Nähe befinden. Ja, so generell in der Öffentlichkeit ist ja frische Luft sozusagen, ne? Finde ich schwierig. Den ganzen Tag mit so einer Maske unterwegs zu sein, wenn du in den geschlossenen Räumen mit der Maske bist und auch noch draußen, ist gesundheitlich, denke ich mal, auch nicht so ganz geil. Halt, ne? Also wäre ein bisschen schöner, wenn wenigstens draußen an der frischen Luft auch die Maske nicht da wäre. Also Sie tragen die Maske dann trotzdem oder verweigern Sie die? Ich muss sie ja tragen. Aus Angst vor Strafe, ja. Also, und das ist ja nicht nur Angst vor Strafe, sondern es ist ja auch so, dass man dann auch komisch angeguckt wird. Also dass man ja auch inzwischen auch von anderen angemeckert wird und so und sanktioniert wird, wenn man das macht, wenn man es nicht macht, wenn man keine Maske aufsetzt. Die WHO, die hat ja als erstes ausgesprochen, dass die Maske nicht vor dem Virus schützen soll und hat danach erst die Ablehnung in eine Empfehlung verändert. Wissen Sie, warum das so passiert ist? Keine Ahnung. Also es macht schon Sinn, glaube ich, wenn jeder eine Maske trägt, dass das schützt, einfach vom logischen Menschenverstand her. Glaube ich, dass, weil man sich nicht so ansprüht sozusagen. Ich würde sagen, es macht Sinn, aber ich bin kein Experte. Weil die WHO, die hatte erst die Maske abgelehnt und hat dann im Nachhinein noch die Meinung geändert und hat doch eine Empfehlung ausgesprochen. Wissen Sie, warum das so ist? Das ist die Maskenindustrie. Ordentlich viel verkauft. Ja, das, der Grund ist der politische Lobbyismus, laut BBC. Glauben Sie auch? Okay. Und auf geeinigt und das impft und dann muss er einen einheitlichen Weg gehen und dann hat man gesagt, okay, Maskenpflicht für alle, wo immer auch es geht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Grund die zu dem Zeitpunkt stark gestiegenen Infektionszahlen sind und im Gegensatz zu den Infektionszahlen in Südkorea und vielleicht auch China. Also laut BBC soll politischer Lobbyismus der Grund dafür sein, dass die WHO ihre Meinung geändert hat. Was sagst du dazu? Was heißt politischer Lobbyismus? Verkauf von Masken oder? Zum Beispiel. Was soll die BBC gesagt haben? Mhm. Laut BBC ist das so. Wie sieht's denn aus, wenn jetzt... Das glaubst du nicht, okay. Das ist so unprofessionelles Gesellschaft. Ich halte von denen gar nichts. Okay. Wie sieht es bei Ihnen im Umfeld aus? Wie geht Ihre Familie oder Ihre Freunde oder auch Ihre Arbeitskollegen, was haben die für eine Stimme dazu? Sind die da eher kritisch oder? Ja, also ich bin schon so da, also teils kann man sagen. So, ne? Also in der Familie, so meine Frau ist ja voll natürlich auf meiner Seite. Und meine Kinder denke ich auch, aber es ist so im Kollegenkreis, auch bei den Schauspielern, ist so insgesamt ist das so, dass sich darüber geärgert wird, dass wir Einschränkungen haben, dass wir nicht arbeiten dürfen, zum großen Teil, ja, das ist ja so. Aber dass so die Maßnahmen an sich nicht in Frage gestellt werden und ich bin einer von denjenigen, also die Maßnahmen in Frage stellen und sich auch trotzdem sowieso darüber ärgern, dass wir nicht spielen dürfen. Was ist denn deine allgemeine Meinung zur Pandemie und zu Corona? Ja gut, die Pandemie ist da. Das heißt, im Endeffekt müssen wir alle zusammen durch. Das heißt, wenn Maskenpflicht da ist, ist halt Maskenpflicht da. Die WHO hat zuerst die Maske abgelehnt, hat gesagt, das bringt nichts. Hat dann im Nachhinein gesagt, doch, wir empfehlen jetzt die Maske. Was glaubst du, was hat das für einen Grund? Kann ich mir die Sorge überhaupt nicht erklären, was das für ein Grund sein sollte. Da, laut BBC steckt da politischer Lobbyismus hinter. Also ich glaube tatsächlich auch, dass da auch so politisch mehr was dran ist, als uns erzählt wird. Aber ich möchte jetzt auch kein Verschwörungstheoretikerbund jetzt beitreten. Ich denke auch, dass da auf jeden Fall aber trotzdem mehr dahinter steckt, als wir wissen. Ja, das weiß ich nicht. Ja, das ist ja, das ist ja die ganze Zeit schon so gewesen. Es ist ja im April schon, wurde ja, wenn man sich Talkshows angeguckt hat, wurden ja immer gesagt, dass Masken eigentlich Schwachsinn sind oder Blödsinn sind. Und irgendwann wurde gesagt, sie sind doch nicht Blödsinn. So, ich kann das Ihnen nicht sagen. Da soll politischer Lobbyismus hinterstecken.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass da was dahinter steckt. So, aber das ist natürlich, wenn man sowas sagt, dann ist man ja sehr schnell ein Verschwörungstheoretiker. Aber ich glaube schon, dass da was auch dahinter steckt. So. Und ich kann nicht genau sagen, was. Ich sag mal so, das heißt ja Lernen aus Schmerz. Das heißt im Endeffekt, man tut ja das, was die Leute eher befürworten würden, das wäre keine Maske. Und dann vielleicht haben die realisiert, okay, es ist zwar jetzt nicht das beste Mittel, aber wenn es etwas helfen kann, ist es immer auch besser als nichts. Also so sehe ich es. Okay, also laut BBC ist der Grund, warum die Maske später doch noch empfohlen wurde, politischer Lobbyismus. Wie gesagt, Lobbyismus ist im Endeffekt fast bei allem der Hintergrund. Nur im Endeffekt ist es ja auch trotzdem irgendwo sinnvoll, dass man sagt, okay, es schützt dich auf eine Art und Weise, dass es halt übertragbar ist durch Husten, sonstiges halt, oder halt, blöd gesagt, durch das Atmen. Wenn man halt wirklich die Distanz nicht einhalten kann, dann ist es halt so. Zum Beispiel jetzt wie bei uns theoretisch. Nur halt, ja, man muss sich halt daran gewöhnen, dass man darauf achtet. Es wäre aber ganz schön, wenn Sie mir auch noch Ihre richtige Meinung zum Coronavirus sagen würden. An der bin ich eigentlich interessiert. Den finde ich nicht so gut. Okay. Warum? Weil ich ihn noch nie gesehen habe. Genau. Und haben Sie sich auch schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Eher weniger, aber es gibt welche im Freundeskreis, da kriegt man das so ein bisschen mit. Wie reagieren Sie dann darauf? Ist mir egal, jeder hat seine Meinung dazu, keiner weiß, was richtig ist. Ja, sehr. Ich mache, was gemacht werden muss und ist egal. Und haben Sie sich auch schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Vielleicht irgendwie in Ihrem Umfeld oder wissen Sie da was? Beschäftigt nicht, aber ich finde es ein bisschen unangebracht, ehrlich gesagt. Mit der Maske? Ja. Nee, mit diesem, also ja, kritisch immer. Zu sein nicht, immer. Aber derartig aufzutreten, wie es so in Berlin war, in dieser Form finde ich es nicht angebracht im Moment. Nicht gewalttätig. Okay, und hast du dich insgesamt schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Oder hast vielleicht jemanden in deinem Umfeld, in deiner Familie? Ja, klar habe ich mich damit beschäftigt, aber... Ich würde eher oberflächlich sagen. Okay. Eher oberflächlich. Und kennst du auch kritische Stimmen aus deiner Umgebung? Ja, wie gesagt, man hat ja auch Social Media, man hat auch gewisse Freunde, die sehen es halt ganz anders. Und aber wie gesagt, jedem seins halt. Aber im Endeffekt halten sie sich ja auch dann auch dran, halt, wenn die jetzt ins Restaurant gehen oder sonstiges. Aber ja, wie gesagt, das ist halt jedem sich selbst überlassen. Es ist zwar gut, wenn eine Solidarität da ist, dass jeder halt sich gegenseitig unterstützt, aber... Wie sieht das so in deinem Umfeld aus? Sind die Leute auch kritisch und... Hinterfragen da einiges, so wie du? Oder wie sieht es da aus bei deiner Familie, bei deinen Freunden? Ja, überwiegend schon, auf jeden Fall. Sich kritisch mit dem Thema beschäftigen? Ja, genau. Also die tragen natürlich, die befolgen natürlich auch die Regeln, aber so richtig Sinn sieht da auch nicht wirklich jeder heutzutage. Eventuell werden wir schon im Winter den Impfstoff bereit haben für Corona. Würden Sie sich auch impfen lassen? Müsste ich mir nochmal genau überlegen. Wovon würde das abhängen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin auch nicht gegen Grippe geimpft, weil ich habe nie Grippe. Okay. Aber der Corona-Impfung wären Sie nicht ganz abgeneigt? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Sie wissen auch nicht so genau, warum? Nein, ich weiß noch nicht genau, ob ich es machen würde. Ich bin fast immer gesund. Eigentlich kann es nur schlechter werden, aber das würde ich mir auf jeden Fall nochmal überlegen. Würden Sie sich impfen lassen gegen Corona? Ja, ich denke schon. Sie beide? Ja, ich bin erstens alt genug und schwer krank. Also ich wäre einer der Personen, die mit aussortiert werden, die es tun sollen oder wollen, und dann würde ich es wohl auch tun. Das müsste ich mir nochmal gut überlegen. Okay. Bist du gegen Influenza geimpft? Nein. Und wenn jetzt im Winter voraussichtlich der neue Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt kommt, würdest du dich impfen lassen? Also ich aktuell bin noch Soldat, das heißt, wir werden so oder so geimpft, da haben wir nicht viel Mitspracherecht. Mhm. Also ja, als Soldat, wie gesagt, wenn es heißt impfen, wirst du geimpft. Okay. Und wenn du jetzt nicht geimpft werden würdest, sondern dass deine freie Entscheidung wäre, würdest du dich gegen das Coronavirus impfen lassen? Da würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten, wie gesagt, bis Ergebnisse da sind. Also bis es Studien gibt? Weißt du, wie lange normalerweise für einen Impfstoff geforscht wird? Wahrscheinlich. Über 10 Jahre? Das ist schon... Wie lange würdest du dann warten, bis du dich impfen lässt? Ja gut, keine 10 Jahre. Also dir ist das schon wichtig, auch geimpft zu sein? Ich sag mal, es kommt drauf an, wie sich jetzt die nächsten 2-3 Jahre entwickelt. Bist du gegen Influenza geimpft? Ja, wie gesagt, ich habe also gut die alle Impfungen. Deswegen, also für mich sind Impfungen halt... Ja, sie sind da. Und wie sieht es mit der Corona-Impfung aus? Wenn die im Winter kommen würde, würden Sie sich impfen lassen? Vorsichtig, für diese Eile bin ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde, das ist eine kleine Hysterie. Wir müssen uns verhalten, hygienisch und Punkt. Das reicht aus. Sind Sie auch gegen Influenza geimpft? Nein, bin ich nicht.
bin ich nicht. Vielen Dank. Ich verhalte mich einfach sehr hygienisch. Nein. Also jetzt sofort würde ich mich nicht impfen. Also klar, es ist eventuell erforscht natürlich, aber denke ich mal jetzt auch nicht so lange. Und man weiß auch nicht, ob jetzt erstmal dahinter auch was anderes steckt. Weißt du, wie lange normalerweise für einen Impfstoff geforscht wird? Wie viele Jahre? Also ich hätte jetzt so 5-7 geschätzt. Ja, ist richtig. Ja. 6-8. Ja, ja. Deswegen würde ich das jetzt nicht auf die Schnelle als erstes Versuchskaninchen mir spritzen lassen, sondern eher abwarten. Würden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Nein, würde ich nicht. Gegen Influenza sind Sie geimpft? Nein. Ich bin über 60, ich habe in meinem Leben schon öfter mal eine Grippe gehabt und ich habe das eigentlich nie als schlimm empfunden. Wissen Sie, wo hier überhaupt die Maskenpflicht beginnt? Sie haben gerade gesagt, hier muss man es noch nicht. Ich sehe gar keine Beschilderung. Ja, Rheinstraße, Mitte ist in der Mitte. Ah, okay. Ja. Also wir wohnen ja hier und jeder, der hier wohnt, müsste eigentlich wissen, wo das ist. Würden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Wenn es nicht ganz zu kalt ist. Ja, man muss ja den Arm freimachen. Okay, dann sind Sie dazu bereit. Ich bin nicht bereit. Okay. Absolut nicht. Warum nicht? Ich lasse mich nie impfen. Ich war 30 Jahre nicht beim Arzt. Das ist vernünftig. Finde ich auch.